Einmal im Leben Polarlichter sehen. Für viele ist das ein Traum. Und um den zu verwirklichen, geht es in der Regel nach Norwegen, Finnland, Kanada. Aber so weit müssen sie im Zweifel gar nicht reisen. Ganz selten gibt es das Himmelsphänomen nämlich auch in Deutschland zu sehen. Gerade erst wieder in den vergangenen Tagen. Tim Dahltrup hat versucht, die Polarlichter in Deutschland einzufangen. Aurora Borealis, besser bekannt als Polarlichter, ein Himmelsphänomen, in dessen Genuss die Deutschen nur selten kommen. Doch in den vergangenen Nächten war es wieder mal soweit. An vielen Orten war das Himmelsleuchten selbst mit bloßem Auge zu erkennen. Auf diese seltenen Gelegenheiten wartet auch Polarlichtjäger Carsten Jonas. Mit ihm wollen wir jetzt im Norden Deutschlands nahe Kiel die Lichter finden. Die Vorhersage lässt wieder auf gute Bedingungen hoffen. Ein Problem aber, die Wolkendecke. Dunkel genug ist es. Der Mond ist nur halb beleuchtet. Das dürfte auch von der Helligkeit her nicht so doll stören. Und wenn wir jetzt eine freie Fläche finden, wo wenig Wolken sind oder Wolkenlücken sind, dann sehen wir da Polarlicht. Es zieht praktisch hier aus dem Nordosten eine Wolkenfront hier runter. Man kann ja auch Wolkenlücken sehen, aber ich fürchte, wir müssen ein bisschen nach Norden fahren, ein Stückchen nördlicher, dass wir dann entsprechend dort auch einen Ort finden, wo wir dann das Polarlicht auch aufnehmen können. Carsten hat sich für sein Hobby professionelles Equipment angeschafft. Mit den lichtstarken Optiken kann er die Nordlichter besonders gut einfangen. Doch das hängt von vielen Faktoren ab. Also einmal möchte ich ja einen Wetterbericht haben, das ist einmal so die Basis, nicht? Es muss dunkel sein, wir müssen einen Wetterbericht haben. Wir gucken uns gerne Dunkelkarten an, wenn wir einen Ort suchen zum Polarlicht fotografieren, wo dann also wenig Umgebungslicht ist. Da kennt man natürlich schon diverse Orte, wo man dann gerne hinfahren kann und wo man das auch ganz gut sieht. Dann muss man natürlich gucken, wie ist der Sonnenwind oder am liebsten noch der Sonnensturm. Der kann dann eben halt auch diese Polarlichter hervorrufen. Das muss man eben halt sich angucken. Von 10 Polarlichtjagden ist vielleicht ein oder zwei sind dann eben halt erfolgreich. Dunkel ist es zumindest schon mal, also kann es losgehen. Der Ausgang der Jagd jedoch ungewiss. In Städten ist das Naturschauspiel wegen der Lichtverschmutzung fast nie zu sehen. Für die besten Aufnahmen geht es raus aufs Land. Je abgelegener, desto besser. Was mich unheimlich motiviert, ich habe gerade die Meldung gekriegt, dass fotografisches Polarlicht schon wieder da ist, und zwar mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Es ist schon so, dass das Polarlicht da ist. Wir müssen bloß böse. Diese blöde Wolkendecke, diese Grenze müssen wir einmal überschreiten. Heute Nacht sind neben Carsten Jonas auch andere Aurora-Fans unterwegs, die auf Polarlichtglück hoffen und sich gegenseitig Lageberichte liefern. Genau, dann sind wir jetzt quasi gerade auf dem Weg da hoch. Okay, und da ist der Himmel auch schlecht, oder? Es ist hier alles voller Wolken. Aber die eine Wolkenlücke, die wir gerade vor uns haben, die war so ungewöhnlich hell. Also geht es für uns bis über die Grenze nach Dänemark. Dort soll der Himmel klarer sein. Also jetzt sind wir gerade so in Dänemark auf der Insel Röm, kurz vor dem Ort La Kolk. La Kolk gibt es einen Strandzugang. Und dann werden wir uns mal an den Strand begeben und mal gucken, ob wir dort möglicherweise ein bisschen mehr sehen. Jetzt durch das Fenster durch konnten wir den Mond ja schon erkennen. So, jetzt wird es ein bisschen holperig. Jetzt sind wir hier am Strand. Jetzt hat sich das gelohnt. Guck mal, da sind die Sterne. Hier sind die Wolkenlücken, hier ist die Grenze. Es fehlt nur noch die Aurora. Mal gucken. Unsere Videokamera tappt hier im Dunkeln. Es ist stockduster am Wattenmeer, das aber optimal für Aurora-Jäger. Jetzt baut Carsten seine Fotoausrüstung auf. Mit dem bloßen Auge erkennen wir noch nichts. Mal sehen, ob seine Kamera mehr weiß. Jetzt mache ich eine Probebelichtung. Jetzt habe ich 5 Sekunden, die ich belichte, bei einer Lichtstärke von 1,4 und einem ISO-Wert von 1600. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Können wir das Polarlicht hier tatsächlich aufnehmen? Und wir haben sehr schönes Polarlicht hier drauf. Wir haben hier sehr, sehr schöne Polarlichtstrahlen. Ja, der weite Weg hat sich gelohnt. Die Langzeitbelichtung gibt einen einzigartigen Blick frei auf das Spektakel in der Atmosphäre. Ich glaube, ich habe Glück gehabt. Das war so der richtige Riecher, hier an die Nordseeküste zu fahren. Aber wir haben es erwischt, ne? Wir haben es gekriegt. Wir sprechen von der Polarlichtsucht. Wenn du das einmal gesehen hast, wenn du einmal Polarlichter wahrgenommen hast, wenn du einmal diese Naturgewalt am Himmel beobachtet hast,
wie vor dir die Lichter tanzen. Und wenn es dann noch stärker ist und das vielleicht auch noch bunt ist, also grün wird oder rot wird, dann bist du fasziniert, dann bist du wirklich fasziniert. Für Carsten Jonas sind die Lichter zur Leidenschaft geworden und der nächsten Suche fiebert er schon entgegen nach dem perfekten Himmelsschimmer.